Klick, klick. Hallo Leute und willkommen zu Hero Defense Haunted Island HD. Ja, vielen Dank an Lina, Carsten und Peter. Ich weiß es leider nicht, ob das Deutsche sind. Und deswegen, thanks guys for the key. Lina, Carsten, Peter and the happy... den Namen vergessen. Sorry. Ja, jedenfalls, ich habe den Key von den Leuten gesponsert gekriegt und fand das Spiel einigermaßen interessant. Wer es genau wissen will, worum es in diesem Spiel geht, kann mal unten in meiner Info gucken. Oh nee, doch, das ist doch ein bisschen zu laut, sorry. Ich würde das sehr wahrscheinlich auch mit meinem Programm ein bisschen runtergedreht haben, aber jetzt drehe ich selber mal ein bisschen runter. Aber leider habe ich so ein kleines Problem halt, dass ich die Grafikeinstellung nicht ändern kann. Ne? Ich kann es nicht auf 1920, also 1090p stellen. Ne? Könnt ihr sehen, wenn ich hier draufklicke, akzeptieren gehe, passiert nichts. Deswegen konnte ich das jetzt auch nicht mit meiner Capture-Card aufnehmen. Musste das wieder auf altbewährte Weise machen. Ja, jedenfalls, Haunted Island. Ein RPG Tower Defense Hero... Movement... Es hat jedenfalls... Ja, ihr seht das da unten, Koop-Modus ist auch drin. Also ihr könnt mit Freunden das Spiel spielen. Na, jedenfalls, ich zeige euch mal kurz... den Anfang. Ja, ich habe mal kurz ein Testspiel gemacht. Sorry, wenn das jetzt vorhin... Ja gut, ich werde es sehr wahrscheinlich ein kleines bisschen runtergedreht haben. Jetzt halte ich mal meinen Mund. Leider keine deutsche Sprachausgabe. Also wer es wissen will, was der jetzt sagt. Es ist auch blind für mich. Also nochmal so viel dazu. Ne, ich habe mir halt so ein paar Videos angeguckt. Habe es jedenfalls nicht so schlecht gefunden. Ja. Naja, schaut einfach mal rein. Bloodshed has begun. Maybe I can still save the others. Ja. Ja, jedenfalls, jetzt hat man hier seinen Helden. Der kostet denn 100 Seelen, würde ich jetzt interpretieren. Ne? Und man soll den dann halt hier hinsetzen. Ja. Wird ja schön erklärt. Ja, der Text ist auf Deutsch. Ne? Das ist auf Deutsch, ist klar. Jetzt soll ich natürlich check. Geh mal hier hin. Und das, jetzt seht ihr auch schon, was ich meinte mit Movement. Man kann die Helden dann halt bewegen. Ne? Jack, this island is mine. Naja, wenn du das sagst. Father, are you afraid to face me man to man? Ja. Okay. Alter, der ist ganz schön krass. Und zwar lassen Orbs, den du Waffe auflädst. Okay. Hier werden deine gesammelten Orbs angezeigt. Ach, werde ich sehr wahrscheinlich rausgeschnitten haben. Ja, ich werde das Spiel natürlich, nee, ich habe keinen vor, jedenfalls, ich habe nicht vor, einen Let's Test rauszumachen. Aber ich finde es zeigenswürdig, deswegen mache ich da einen Let's Test von. Wenigstens 20 Minuten. Das werden jetzt ein kleines bisschen länger, weil ich vergessen habe, die Uhr zu stellen. Ne? So, dies sind die Kosten, um Jack aufzuladen. 100. Oh. Okay, wähle Jack aus. Klicke auf Aufladen.
Okay. Aufgeladene Hellen verursachen mehr Schaden. Naja, dann zeig mal, was du kannst. Ja, das ist natürlich nicht der einzigste Held, so wie ich gesehen habe. Hab da halt auch jetzt gerade im Startbildschirm schon gesehen. Ne? Es gibt halt auch sehr viele andere und die haben natürlich verschiedene Charaktere. Ja. Was? Das hab ich jetzt nicht so ganz mitgekriegt. Ja, Browse macht. Ups, jetzt gar nicht gehört. Vampires undoomed. My holy water has little effect on them. Leave the bloodsuckers to me, old man. Ach so, Browers macht Helden stärker, wenn Helden in der Nähe sind. Okay. You saved me. Barrows is the name. Shall we push onward together? I prefer to fight alone, but your aura makes me stronger. Call me Jack. Ja, und das ist halt der neue Held. Browers oder Barrows. Barrows, genau. Könnte man den nennen. Willkommen! Verwandelt die Insel in ein blutiges Schlachtfeld, wenn Jack Sanders ihn nicht aufhält. Ja, das war halt das Tutorial. Nee. Ja. By God, it seems like the entire graveyard has risen up to fight. Steady, old man. We are all that stands between those monsters and the town. Okay. Dieser Schrein stärkt nur Barrows Fähigkeiten. Okay. Ja, und? Alter! Okay. Heftig. Jack ist der größte Vampirjäger der Welt. Mhm. Mit Pfeiltasten auch noch. Nicht AWSD. Okay, die Kamera dreht sich automatisch, wenn man halt über die Karte geht. Okay. Auch nicht schlecht. Ich glaube, die kommen durch. Autsch, autsch, autsch. Die Wave-Anzeige enthält Angaben zu den nächsten Waves. Die Hintergrundfarbe zeigt dir, welcher Charakter am effektivsten ist. Bowers. Aber Barrows. Okay. Ja, da sieht man's auch. Jack macht kaum Schaden bei denen. Ja gut, das haben wir ja vorhin schon ganz am Anfang gesehen, dass er gegen Skelette doch schon mehr ausrichten kann. Aber rot? Rot? Was? Irgendwas Rotes haben wir nicht. Naja. Ach doch, living coffin. I bet it bleeds gold. Aha. Jack hatte Gold. Rot. Gold. Quatsch. Jack hat ja rot. Hier sieht man ja hier blau, rot, ne? Oh, Gold. Ja, damit. Geh lieber mal da schnell hin, du.
Nee, der kommt auch durch. Mischt. It's tougher than it looks. That thing dropped frost bombs, Jack. We can use them to slow down monsters. Okay. Eisbomben lassen Monster mal Monster langsamer werden. Okay. Auch nicht schlecht. Die blauen sind sowieso dagegen besser. Ja. Yeah. Barrows. Kann man eigentlich. Ah, man kann so reinzoomen. Schön. Okay, das ist aber auch schon das Max, was man reinzoomen kann. Ne, schaffst du das? Ja. Oh, jetzt kommt ein Boss. Lade Jack auf. Joa, machen wir das doch mal. Jack ist ja in der Nähe von Barrows halt stärker. Hm? Ja, mach mal. Good to see you in the flesh. I'll enjoy skinning you, oh yes. Booms, O'Malley. What did you do to my wife? Naja. Zweihundert braucht das, um aufzuladen jetzt wieder. Oh Mann, und ich habe auch keine Eisbomben mehr, ey. Heftig. Evil is mourn her later, Barrows. Back to the town for now. Okay, der Humor ist nicht schlecht. Naja, okay. Ja, jedenfalls die Helden kann man auch aufleveln. Verschiedene Fertigkeiten für die Helden. Ne, wie ihr auch sehen könnt, wir erhalten jetzt gerade Erfahrung. Ne? Ja. Dann kann man, glaube ich, auch Waffen oder so für die Helden kaufen. Auf der Weltkarte willst du zwischen den Levels gehen, die Stadt. Stadt? Wo ist die Stadt? Ja. Temposchrein. Tempo-Schrein, der verwirrende Angriffstempo, darauf platzierte Helden auf jeden Tempo. Können sie jeweils nur einen beliebigen Helm platzieren. Aha. Du call yourself a Slayer? You're too late, Jack Sanders. They've destroyed everything. Das ist schlecht. I take it you're the mayor. The survivors can rebuild the town. Stimmt eigentlich. Only if you help. Start with the academy. Stimmt, da war auch irgendwas. Man kann denn halt irgendwas bauen oder so. Okay. Baue die Akademie wieder auf. Okay. Investiere Talentpunkte in die Helden, um ein besonderes Talent zu aktivieren. There. You can learn new skills here.
You'll need them to overcome more powerful monsters. Ja, jetzt seht ihr auch die anderen drei Helden, die es noch gibt. Ja, so ein kleines Mädchen mit so ja, Pyromane. Und hier so. Ja. Naja. Ja, wir wählen die nochmal aus. Jetzt haben wir hier oben. Nein, was ist das? Hier werden verbleibende Talentpunkte angezeigt. Okay, benutze Talentpunkte, um Skills zu verbessern oder freizuschalten. Was haben wir denn? Panzerbrecher. Macht oder Adlerauge. Schnelligkeit. Kritische Treffer. Mitten ins Herz. Jacks Bolzen können kritische Treffer erzeugen, welche mehr Schaden verursachen. Ja, natürlich. Reicht nicht. Ja. Naja. Gut, dann machen wir Panzerbrecher. Ja. Und jetzt könnten wir. Was haben wir denn noch? Ein Talentpunkt. Reicht nicht. Ja gut, dann gehen wir hier halt noch einen drauf. Reicht auch nicht. Ja, dann machen wir so. Was haben wir denn bei ihm hier? Der hat gar keiner, oder was? Nö. Ja. Ah, run for your lives! Count Necrosis is coming! Aha. The Count is here. Father didn't keep me waiting. Your father was once a great and noble man. Until he betrayed everything my family stood for. I swore to kill him, and I will. If you don't, he'll create more and more monsters until this place is hell on earth. We're needed at the town gate. Dann sollten wir ja ihn eigentlich mal so schnell wie möglich besiegen, ne? Ja, dann gehen wir mal zum Stadttor. Joa. Und nu? Stadttor. Verdiene einen Stern. Der Graf greift nochmal an. Halte ihn auf. Schaltet frei die Schmiede. Kein Problem. Ja. Einfach. Hallo. Naja. Schauen wir doch mal, ne? Bisschen Zeit haben wir ja noch. Leave or I'll slaughter every soul in the town. Doppelschaden, ja, dann mach mal. Nein, bleib da mal drinne. Hui, schön. Naja, schon wieder schnelle Vampire. Setze die Eisbomben ein. Naja. Okay. A bolt between the eyes will drop any monster. I'm just warming you up, boy. Your blood will taste that much sweeter. Ich bin ja wieder so schnell. Undead never truly die, Jack.
these skeletons regenerate at my command. And the townspeople fight at mine. Jack, give the word, and I'll unleash an angry mob. Okay. Mit dem wilden Mob vernichtest du eine ganze Welle. Ja. Okay. Attacke! Men, women and children fighting tooth and nail to defend their homes. They only delayed the inevitable. This town, your blood, it will all be mine. Naja. Oh Mann. Sieht gar nicht gut aus, oder? Good aim, boy. But those were soft targets. Hey. Let's see how you fare against armored vampires. Gepanzerte Vampire. I came prepared, Father, just like you would have. I have armor-piercing bolts. Na ja, dann. Ja, aber ich denke mal, ich lasse den hier auf der Ecke. Ja, sieht man ja auch, die sind rot, also da hat er eigentlich ziemlich gute Chancen gegen. Ich weiß nicht, ob ich den Mob wieder ausschicken soll. Bringt dir aber nichts gegen den Mob. Naja. Regenerierende Vampire, ne? Super. Hm. Ich glaube, da könnten ein paar durchbrechen jetzt. Trotzdem nix. Aha. Enough! This dance macabre bores me. Another time, Slayer. You cannot run from me forever, Father. He's not running. We'll have to fight him at his castle, and that's just what he wants. Mhm. Geschafft. Ohne dass sie einmal durchgekommen sind. Auch nicht schlecht. Ich hab's gerade einfach geschafft. Naja. Neues Levelchen. Vier Bürger gerettet. Okay. You saved the town, but Count Necrosis will surely attack again with even greater savagery. Uh-huh. Then we must bring the battle to him. We'll storm the castle. Jo. Excellent. Now we can reopen the forge. Stimmt.
können wir die Schmiede aufbauen. Die Schmiede dient zum Verbessern von Waffen und Anbringen von mächtigen Runen. Visit the forge to upgrade your equipment. You'll find runes on your campaign. Use them for your weapons. Hier siehst du dein Runeninventar. Dies sind die Runen, die du gerade in deiner Waffe hast. Ziehe die Speerfeuerrune aus dem zweiten Slot. Ziehe die Speerfeuerrune in den ersten Slot. Great! When you charge up Jack's weapon on the next map, he'll shoot two projectiles at once. Feel free to experiment with different combinations of runes. For unlocking the forge, I've got a rune for you. Okay. You'll need more runes to defeat the Count. Buy them or find them during your campaign. Nur mal schauen, ne? Klicke auf eine Rune, um ihre Beschreibung zu sehen. Das ist Orbrabatt. Wenn du diese Rune lädst, werden die Aufladekosten für jeden nachfolgenden Level verringert. Wird schwächer, wenn mehr Runen diese Sorte verwendet werden. Aufladungskosten minus 10%. Schön. Was ist das denn? Schmerzrune erhöht deinen Schaden nach Aufladung. Schaden plus 10%. Ja. So. Ja. Gucken wir doch mal, was der alte Barros hat. Ich könnte ihm eine Schmerzrune geben. Macht dann nämlich ein bisschen mehr Schaden. Ja, Schaden plus 10. Was ist das gewesen? Er erhöht den Angriffsreichweite nach Aufladung. Okay. Jo, ja, Talente haben wir ja auch wieder gekriegt. Für beide. So, ich wollte die kritischen Treffer eigentlich freischalten, aber reicht immer noch nicht. Das reicht auch nicht. Dann machen wir nochmal Adlerauge. Das könnte man freischalten. Ja. Da reicht's nicht für, da reicht's aber noch für. So. Sonst noch irgendwas? Nö. Jo, was haben wir denn hier Schönes? Auge des Geistes. Reichweite, natürlich. Reinigen. Nicht genug für. Da haben wir nicht genug für. Da haben wir nicht genug für. Naja. So. Ich denke mal wohl, ein Level würde ich euch wohl noch reinpacken. Die 20 sind zwar schon rum, aber. Ne? Auf der Weltkarte kannst du den nächsten Level auswählen. Der markierte Level ist das nächste in der Kampagne. Ja. Einfach Orbrune. Kein Problem. Ja, wie gesagt, diesen Level mache ich kurz noch. Aber das soll es dann aber auch gewesen sein für den Ersteindruck. Skeletons. Barrows thing. Not mine. Where is he? Down below. Where do you want me? Let's hear Barrows. I can't always fight immediately, but you'll find me there when I'm ready. Uh-huh.
Ich vergesse immer, dass es nur mit Falltasten geht hier. Okay, da hinten kann ich nicht hin. Jack auf. Machen wir doch. Du mal ein bisschen weiter hier vorne hin, da kannst du auch ein bisschen länger schießen. Naja, da kann er wieder mehr machen. Ja, das hatte ich eigentlich auch vorgehabt. Nichts Spezielles hier irgendwie? Nee. Another chest, loaded with gold and items, I hope. Gib, ja, was soll ich da machen? Firebombs. We can lob them at monsters. Brandbomben, okay. Na komm, geh da mal hin, da kannst du ein bisschen länger drauf schießen. Brandbomben, ja, machen wir das doch mal. Näher. Einer durchgekommen, nicht so schön. Ja, das sind eigentlich wieder blaue, ey. Das ist ärgerlich, ja. So, das war auch meine letzte Brandbombe. Ja, da braucht man auch nicht klicken. Das Geld hebt man einfach auf, indem man halt, ne? Viele sein. Naja. Preacher, we can shoot and bomb our way right to Count Necrosis. But only if we also learn new skills and rebuild the town, lad. Naja.
Ja, Leute, aber das war's jetzt wirklich für den Ersteindruck. Ne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie gesagt, alle Infos zu dem Spiel unten in meiner Infobox müsst ihr halt ausklappen auf mehr Info. Da steht alles zum Spiel drin und halt sind auch die Links zum jeweiligen Steam-Seite. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal reinschauen. Ne, vielleicht gefällt es euch. Ja, so Leute. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Also, bis zum nächsten Let's Test. Ciao.